der regierenden Kadima-Partei, Außenministerin Livni. Denn das ist einfach nicht möglich. So, wir haben schon angefangen, hier darüber zu diskutieren. Im Studio begrüße ich Wolf von Rechenberg von tariftipp.de. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ich bin aber sehr skeptisch, wenn ich sowas höre. Wo ist der Haken? Der Haken ist, dass dieser USB-Stick, mit dem ich das nutzen kann, der kostet. Also wenn ich das ohne Vertragsbindung mache, dann kostet dieser USB-Stick bei Phonik 89,95 €, bei T-Mobile 69,95 € und bei Vodafone 99,95 €. Das heißt, es ist schon günstiger im Augenblick vom Einstieg her, wenn man es eben mit einem Vertrag macht. Und dann ist man aber wieder gebunden. Abgesehen davon, gibt es irgendwelche anderen Sachen, wo Sie sagen würden, Obacht, Augen auf? Also es ist ein bisschen, also wie der Kollege schon vorhin im Filmbeitrag erläutert hat, es gibt, Phonik und T-Mobile rechnen nach Kalendertagen ab. Wenn ich also um 23 Uhr online gehe, dann ist der Tag sehr kurz. Das macht Vodafone sehr fair. Wenn ich da um 23 Uhr online gehe, kann ich am nächsten Tag bis 23 Uhr weiter surfen, ohne dass eine neue Tagespauschale fällig wird. Gibt es irgendwelche Download-Beschränkungen zum Beispiel? Grenzen, die mir gesetzt werden? Ja, das gibt es bei Phonik. Da sind Sie auf 1 GB Download beschränkt. Bei Vodafone, wenn Sie das Paket Prepaid kaufen, haben Sie auch eine Download-Beschränkung auf 1 GB. Bei T-Mobile haben Sie eine richtige Flatrate. Für wen würde sich das dann aber lohnen? So wie Sie es gerade schildern, habe ich das Gefühl, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, weil wenn ich erst so viel investieren muss für diesen USB-Stick, dann laufe ich oder fahre ich besser mit dem, was man hat. Ein sehr interessantes Angebot ist eigentlich dieser Vertrag, also die Web & Walk Day Flat von T-Mobile. Mhm. Da binden Sie sich 3 Monate an T-Mobile. Sie haben keine Grundgebühren, Sie zahlen also weiterhin nur, wenn Sie surfen, dann diese Tagesflatrate, die bei T-Mobile 4,95 € beträgt, also doppelt so viel ist wie bei Phonik. Aber Sie kriegen den USB-Stick für 1 €. Und zum Ausprobieren ist das vielleicht am besten erstmal. Wolf von Rechenberg war das. Dankeschön, dass Sie es nochmal erläutert haben. Um eins kommt man nach wie vor nicht drum rum. Erstmal durchrechnen vorher. Danke. Genau. Es ist kühl geworden in Deutschland. Ich sage nur Herbst. Die Modedesigner allerdings schätzt das ziemlich wenig. In Mailand stellen sie zurzeit schon ihre neuesten Entwürfe für das kommende Frühjahr und den Sommer vor. Bettina Beinecke. Arten, die letztendlich stützen sollen.